Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Torchlight 2. Hallöchen. Jawoll, und wir sind schon hier beim nächsten Ort, wo wir dann diese sehr mysteriöse Zusatzquest erledigen können. Mhm. Weil wir hatten ja letztes Mal nicht so viel Zeit und jetzt können wir mal ein bisschen mehr spielen. Okay, was haben wir hier? Zumindest schon mal hier irgendwie... schon mal so einen kleinen Boss hier. Wow, den hatte ich nicht gesehen, ja. Den kleinen. Ja, also auf jeden Fall haben wir uns jetzt hier schon hinbegeben, damit wir direkt weitermachen können. Weil die Arena war ja schon ziemlich geil. Ziemlich fetzig beim letzten Mal. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was uns dann hier erwartet. Zumindest schon mal Miniboss. Komm, geh down. Der kann aber nichts sein. Das ist so ein Schild. Ich habe mir ein bisschen die Steuerung umgelegt. Okay. Deswegen meine Fähigkeiten jetzt auch auf anderen Tasten. Da muss ich jetzt erstmal drauf klarkommen. Was ist das denn? Achso. Das war das, was wir für die Quest brauchen. Schade, zweihändig. Komm mal. Schade. Jetzt müssen wir nämlich nach unten rechts. Da ich ja immer meine Karte relativ groß auf dem Bildschirm habe, weiß ich eigentlich immer recht gut Bescheid, wo denn da der nächste Questort ist. Du ja eher weniger, du hast ja nur oben rechts die Minimap, ne? Ich hab sie bei WoW, die Minimap, genau. Ja. Aber ich glaube, das ist alles auch so Gewohnheitssache, ne? Ja gut, ich bin es ja nicht gewohnt, dass eine Map mitten auf dem Bildschirm ist, ne? Aber bei solchen Spielen ist das schon sehr hilfreich, weil die Karten ja schon riesig sind. Und man dementsprechend halt den Überblick dann hat. Hä, wieso bin ich gestorben? Ich war doch hinter dir. Wie, du bist gestorben? Ja, ich weiß gar nicht warum. Lol, hab ich gar nicht mitgekriegt. Hä? Was war das denn jetzt? Ja. Okay. Warum auch nicht? Ja, klar. Logisch. Wenn einer stirbt, dann eben du. Mhm. Ja. Yep. So, wenn du dich jetzt zu mir teleportierst, dann sind wir auch schon am nächsten Questort. Ja, ich habe noch Ladebildschirm. Ja, ja, klar. Das ist jetzt auch ein bisschen länger, die Ladebildschirme, weil wir im Hintergrund noch hochladen. Jupp. Yep. Ja, wir haben uns auch gedacht, noch länger geht gar nicht, aber es scheint zu funktionieren. La, la, la. Ich gebe meinem Tier schon mal einen Fisch. Oh, das könnte ich auch mal wieder machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wenn ich dann mal wieder spielen könnte. Go, go, Gadget! Wo habe ich das eigentlich nochmal her? Na egal. Hier geht's los! Oh Gott, was ist das denn? Ugh. Boah. Toss der Feigling. Ja, so sieht er raus. Hey. Jetzt Shield Time. Jo. Hier kriegst du noch eine Ladung. Bams. Bums. Gut. Quest abgeschlossen. Ja, hat er mir auch gesagt. Da ist der stinkende Keller. Dann einmal rauf. Und die Quest abgeben, wa? Ja. Also ich bin jetzt da. Hä, du stehst bei mir noch vor mir. Nö, lol. Eigentlich nicht. Du standst die ganze Zeit neben mir. Was ist das denn hier wieder für ein Fehler gewesen? Ja, lag, nimmt man das, ne?
Was nehme ich? Die minderwertigen Stiefel, die noch minderwertigeren Stiefel oder die süße Hilfe? Ich glaube, ich nehme die noch minderwertigeren Stiefel. Geben wir alle nur ein. Lol. Tja. Und was hat uns das jetzt hier gebracht? Ruhm. Aber ich frage mich, warum hier noch so ein gelbes Sternchen ist. Ach so, wir sollen das Dynamit hier holen, oder was? Und dann hier hinbringen. Ja, aber wo kriegen wir das denn her? Der Quest, der Einsturz. Ja, das ist das. Ich bin mal gespannt. Okay, jetzt können wir dann doch zum Sägewerk gehen. Da waren wir ja schon mal drin, ne? Kurz. Stimmt. Beim letzten Mal. Sind wir ja wieder rausgegangen, ne? Ja, weil es ein neues Gebiet war. Ja. Oder zumindest wie eines aussah. Er klingelt das Telefon und es geht keiner dran. Das ist auch gut. Tja. Oh. Verschollene Aufzeichnungen. Okay. Rums. Ist hier. Zweiter Tag. Okay. Irgendwie fehlt der dritte Tag jetzt noch, ne? Wow. Ja. Was ist das? Hui. Schreien der Geschwindigkeit. Verwehrt. Irgendwie. Scheint irgendwas hier nicht zu stimmen mit den ganzen Leuten. Was ist hier? Wow. Vierter Tag, wir haben den dritten Tag verpasst. Ja, macht gerade nichts, wir haben hier gerade einen Boss. Ja, der macht ja nichts. Bam, bam. Voll geil. Ja. Mega schnell angreifen. So, jetzt müssen wir erstmal den dritten Tag suchen. Warte, hier ist was. Ja, das ist der vierte Tag, sag ich doch. Wir haben aber den dritten noch nicht. Also muss der ja hier vorne irgendwo sein. Ja, hier unten. Hier sind auch noch Gegner. Klar, da geht's ja weiter. Mich angreifen. Vielleicht hier unten? Eine Kiste und dritter Tag, da ist er doch. Oha! Alles cool, Leute. Kein Grund zur Panik. Wir chillen eigentlich hier nur.
Also 1, 2, 3, 4. Wie viele gibt es insgesamt? Pff, frag doch mal. Hab ich doch gerade. Ja, nicht mich. Ja, warum nicht? Ja, wo soll ich das denn wissen? Ja, weiß ich doch nicht. Ich spiele das genauso oft wie du. Und genauso lange. Ich habe keinen zweiten Charakter gemacht. Du? Nee, ich auch nicht. Und ich glaube, Mama ist noch gar nicht so weit, ne? Nee, Mama ist ein bisschen hinter uns. Die dürfte noch im zweiten Akt sein. Was ist hier? Oh, Werwolf-Attacke. Leichenfeuerwehrwolf. Okay. Ich glaube, wir sind hier richtig. Das ist nämlich der fünfte Tag. Vielleicht eine Woche oder so. Das kann vielleicht sein. Okay. Immer mal anklicken, man weiß ja nicht, ob man es braucht, ne? Ja, mache ich auch. Damit die Leute das auch lesen können. Wenn ihr das lesen wollen. Hier ist eine Truhe. Genau, ne? Wenn ihr irgendwie Quests oder sowas oder Geschichtliches durchlesen wollt, müsst ihr auf Pause drücken. Ja. Das haben wir ja die ganze Zeit so gehalten, weil das würde sich sonst zu sehr in die Länge ziehen mit dem Projekt, weil wir wollen ja auch irgendwann mal die 12 Uhr Zeit wieder für ein neues Projekt benutzen können. Ja. So gerne wir natürlich auch Torchlight 2 zocken, aber irgendwann braucht man dann doch wieder was anderes. Und bei uns habt ihr ja wirklich freie Auswahl. Also, so. Oh, da ist ein Portal, da gehe ich noch nicht rein. Ich auch noch nicht. Ich guck mal, was hier ist. Aber es scheinen nur 5 Tage zu sein. Aber da müsste doch irgendwie da stehen, Quest abgeschlossen oder so. Weißt du ja nicht. Du weißt ja nicht, ob die Tage irgendwas, ob das irgendwas zu tun hat oder ob das einfach nur so ein bisschen storymäßig was sein soll. Fünfter Tag, den haben wir ja schon. Ja. Also ich bin jetzt durchs Portal. Ja? Ja. Und das sieht hier nicht nett aus. Oh. Grausträhne. Okay. Ah, oh, macht der Schaden, ey. Oh. Hast du dein... Gut. Der macht auf jeden Fall... Boah, wow. Wow. Scheiße! Boah. Boah. Komm schon. Nein! Ich hatte gerade meine 5 Punkte voll. Oh lol, ich darf jetzt bis oben wieder hinlaufen. Ah, nee, doch nicht. Falls du sterben solltest, ja. Direkt da, wo du rauskommst, vorne ist ein Portal, da brauchst du einfach nur reingehen. Okay. Alter Schwede. Der macht echt Aua, der Boss. Ja. Ich habe noch gar nicht richtig gelesen, wie der heißt. Grausträhne. Ach, doch klar, Grausträhne. Was kann er denn? Spring an. Uah. Wow. Ich komme gar nicht richtig dazu zu lesen, was der alles macht. Ja, solange man ein Schild hat, ist ja alles in Ordnung, ne? Aber wenn das weg ist, dann ist übel. Ja, ich bin wieder tot. Nein, mach keinen Scheiß. Ich liebe es, Tank zu sein. Boah, der macht so viel Schaden. Ja, er alleine nicht. Es sind halt noch die Werwölfe, die auch nochmal ziemlich viel Damage dabei machen. Ja. Wir müssen uns absprechen. Also du bekämpfst den Boss und ich kümmere mich um die kleinen Viecher, ja? Ja. Ja, du läufst die ganze Zeit weg von mir. Wie will ich dir denn da ein Schild geben? Ich musste gerade weg. Ja, dann lauf zu mir. Ja, komm, den haben wir jetzt gleich.